Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Fashion Haul. Ich wollte so gerne diesen Sommer Fashion Haul für euch machen, denn ich habe so tolle Sachen gefunden. Aber ja, ich bin ja jetzt schon sehr schwanger mittlerweile. Das heißt, ihr seht natürlich wieder alles getragen an mir, aber halt mit Babybauch. Es sind aber nicht nur Umstandsmodeteile, also wirklich die wenigsten Sachen. Es ist für jeden was dabei, ihr könnt euch die Sachen alle angucken. Ich habe euch nämlich alles wieder in der Infobox natürlich verlinkt und dann seht ihr das ja auch sozusagen an normalen Models. Aber wer auch schwanger ist, kommt ja auch seine Kosten, denn da ist bestimmt auch ganz viel Inspo für euch dabei. Ich fange direkt an, denn ich habe einiges, Leute. Ich habe einiges Gutes gefunden. Nee, warte, ich fange wieder mit dem an, was ich anhab, wie immer. Und zwar dieses schöne, stretchige Kleidchen. Das passt sich einfach so bei der Figur an. Das heißt, ich kann es jetzt tragen, ich kann es auch später tragen. Und es hat so einen wunderschönen Grünton. Ihr werdet gleich sehen, es ist eh sehr farbig heute. Blau und Grün sind so gerade meine Lieblingsfarben. Das Kleidchen ist auch schön luftig. Das ist jetzt im Sommer wirklich perfekt. Und wie ich es gern kombiniere, ist einfach mit einer Jeansjacke, mit Sneakern oder einfach mit Sandalen, wenn es wärmer ist. Das ist übrigens von Edited. Und ich trage meistens in den normalen Nicht-Umstandssachen M und in den Umstandssachen einfach eine S. Als Referenz für euch, aber shoppt einfach eure Größe, wie ihr Bock habt. Ja, und dann apropos Jeansjacke. Ich habe die perfekte Jeansjacke für mich gesucht, so wo ich es weiß, ich werde die jetzt jahrelang tragen. So einen hochwertigen Jeansstoff auch. Es ist ganz, ganz weich. Die Farbe ist einfach perfekt. Nicht zu dunkel, nicht zu hell für meinen Geschmack. Und auch der Schnitt. Es ist ja ein Klassiker, der einfach, finde ich, im Schrank nicht fehlen darf. Und den man immer wieder gebrauchen kann. Das ist ja gerade eh mein Lieblingsoutfit. Kleid, Sneaker, Jeansjacke. Habe ich noch länger was davon, kann sie euch echt empfehlen. Da in eine gute, schöne, schicke Jeansjacke zu investieren, die halt auch jedes Outfit so ein bisschen aufpeppt. Und dann habe ich einen Tropical Jumpsuit für euch. Also das ist so Sommer und Urlaub pur. Der ist oben eben mit so einem Bandeau, also trägerlos und ganz stretchig und sowieso ganz, ganz locker, luftig, leicht. Trotzdem nicht durchsichtig. Und das ist einfach perfekt für warme Temperaturen. Ihr habt ein Teil, ihr seht direkt angezogen aus, das ist direkt ein cooles Outfit. Ich habe so viele Komplimente dafür bekommen, als ich das letztens anhatte. Und das ist auch wieder etwas für schwanger und nicht schwanger. Denn das passt sich dem Bäuchlein an. Aber wenn nicht, dann fällt er einfach super schön. Macht auch eine tolle Figur an den Beinen. Ich muss es ein bisschen kürzen. Wie ihr seht, ist es mir zu lang. Ansonsten ist dieses Teil wirklich ein Sommer-Must-Have für mich, weil es wirklich so, so schön ist. Dann ein wunderschönes, ich sage auch mal Basic-Kleid. Aber es ist halt eben so eins, was man zu so vielen Anlässen so oft tragen kann. Und zwar ist das auch von Edited und auch normale Mode. Das hat hier so eine Schnalle, geht also quasi als so eine Wickeloptik. Das hatte ich an bei unserem Gender Reveal. Da wollte ich nämlich eine neutrale Farbe und es ist auch so, so bequem. Und es ist halt was Schickeres, finde ich, falls ihr auch was sucht, so zum Beispiel fürs Büro im Sommer, finde ich, ne? Oder wenn man eben irgendwo eingeladen ist, so fürs Wochenende. Ja, wenn wir schon dabei sind, was ich letztens anhatte, das war im letzten Video in diesem wunderschönen Fliederton. Das ist jetzt Maternity und zwar von Boohoo. Die haben wirklich sehr schöne Sachen, wie ich da auch schon gesagt habe, für die Schwangerschaft, die halt nicht so altbacken sind, sondern ein bisschen frischer einfach. Und ja, ich glaube, das ist sogar ein Stillkleid. Das kann ich hier so hoch machen und wisst ihr Bescheid. Aber es sitzt auch super, ist sehr schön stretchig, nicht so warm, luftig, locker und halt voll die süße Farbe. Und genau in der Farbe gab es auch dieses Set. Das hatte ich an, auch schon auf Instagram. Boah, ich liebe das. Gibt es aber auch in Schwarz und in noch einer Farbe, falls dieses Pastellige jetzt nicht euer Ding ist. Moment. Und zwar ist das so ein ganz stretchiger Satinstoff. Ich finde aber trotzdem, also manchmal hat man da ja extrem die Abdrücke und es sieht einfach so billig aus. Aber das sitzt wirklich schön. Ihr müsst halt natürlich ein bisschen so mit der Unterwäsche was Glattes tragen. Aber ansonsten schmiegt sich das dem schwangeren Körper an und setzt den wirklich super in Szene, kann ich euch sagen. Sehr, sehr, wie gesagt, so ein leichter, kühler Stoff. Und ja, das ist auch super, wenn ihr sagt, boah, ich habe jetzt einen Anlass, keine Ahnung, ich habe Geburtstag, ich habe meine Babyshower oder so und ich will irgendwie was Schickes, was auch bequem ist, tragen, würde ich euch echt dieses Set empfehlen. So, ich springe zwischendrin gleich mal in die Schuhe, weil ich warne euch vor, ich habe sehr viele Schuhe. Ich weiß nicht, Sommer ist einfach so Schuhe-Kaufzeit für mich. Das Gute ist ja eben bei Schuhen, die passen mir auch jetzt und später, ne? Klar, die Füße werden ein bisschen so geschwollen und so, egal. Müsst ihr mir nicht schreiben, ich weiß Bescheid, was da los ist, Freunde. Ich habe mir die hier bestellt. Das sind so mega geile Sommersneaker von Keds. Leinen und Jute-Optik. Das sind die Triple... Oh, jetzt habe ich gedacht.
kenne ich so cool den Namen von den Turnschuhen, kenne die Leute, die dann alle Sneaker so mit Namen kennen, wie das Modell heißt. Triple Kick, glaube ich. Triple Kick Jute. Aber wie gesagt, alles verlinkt. Die haben eben so ganz leichten Plateau, was es auch super angenehm macht, länger damit zu laufen. Und die sind halt mega, mega in. Mit einem Sommerkleidchen, mit so einem Blümchenkleidchen sieht das so, so schön aus. Und so für mich die Go-To-Sommersandalen, solche Zehentrenner. Einfach hier eben in so einem Braun, das in Schwarz und einem kleiner Goldverzieher, einer kleinen Goldverziehung. Und zwar von Tom Taylor. Auch mega bequem. Und wie ihr wisst, ich trage ja kein Leder. Ich vermeide es einfach schon seit Jahren und komme damit sehr gut klar. Also ihr seht, es gibt wirklich, werdet ihr auch noch mehr sehen, es gibt genug Schuhe, die nicht Leder sind. Gut aussehen, gute Qualität haben und einfach super bequem sind. Und die hier gehören dazu. Und zu was passen die bitte nicht? Also die passen wirklich zu allem. Hier kommen wir zurück zu den Klamotten, dem, was hier die ganze Zeit hier so hängt. Und zwar Batik ist ja auch ein Megatrend und da hatte ich auch voll Bock drauf. Klar, kann man selber machen, aber ich bin zu faul. Ich habe mir jetzt dieses Shirt-Dress bestellt von Urban Classics und ich liebe es. Und ich habe es mir eben einfach ein bisschen größer bestellt in M und es sitzt auch in meinem Bäuchlein. Und ihr könnt es in eurer normalen Größe holen, aber es hat halt eben so einen Oversize-Schnitt und ist auch trotz meinem Bauch und allem, dass es so ein T-Shirt-Ding ist, nicht zu kurz. Also wirklich perfekt und ich liebe die Farbe, ich liebe dieses Babyblau. Würde ich auch einfach mit Sneakern kombinieren. Apropos kombinieren, ich habe euch auf Instagram so ein Outfit-Video auch hochgeladen, wo ihr auch ganz viel von den Teilen seht. Haut bei Instagram vorbei. Da heiße ich wie hier, keine Frozy. Auch ein sehr, 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 sehr schönes Sommerkleidchen für jeden. In rosa, auch luftig, locker, leicht, mit ganz vielen Details und diese mini kleinen Volants und auch super stretchig. Kann man auch so schön im Urlaub oder irgendwo anziehen, das ist jetzt wieder möglich. Und auch in der Freizeit finde ich das wahnsinnig schön und ich liebe ja rosa. So, Vorwarnung, jetzt kommen ein paar Maternity-Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch kurz vorspulen, weil dann kommt noch anderes normales Zeug. Aber dieses Kleid habe ich mir bestellt für besondere Anlässe. Ich weiß, es ist halt so ein bisschen erwachsener mit der Spitze und so, aber ich finde es für so eine Hochzeit zum Beispiel perfekt. Wir sind noch mal auf eine eingeladen und dann habe ich jetzt schon mal mein Kleid. Also wenn man irgendwie wo eingeladen ist, geschwind, ne, ist es mal was ein bisschen Festlicheres, bin ich froh, weil wie ihr seht, ist das meiste, was ich habe, eher casual für jeden Tag und sowas Schickeres hatte ich jetzt nicht, was mir noch passt. Dieser Jumpsuit, ihr müsst schnell sein, ich habe immer wieder die letzten Tage so geguckt, weil an einem Tag war es ausverkauft, dann gab es wieder ein paar Größen von H&M, Mom heißt es einfach bei denen dann oder so. Ich weiß es nicht. Mama heißt es, genau. Sitzt so gut, ist so bequem, sieht so schick aus. Ist auch perfekt, wenn es auch wärmer ist. Aber auch da wieder Small Girl Problems. Ich muss es unten kürzen lassen, viel zu lang für mich. Vor allem, es ist nicht durchsichtig, obwohl, ihr wisst ja, ne, hell. Ich will es auch nicht H&M dissen, aber da ist halt manchmal so die, ne, die Sachen kommen an. Ihr denkt euch so, ist das aus Papier oder ist das jetzt Stoff? Und da ist halt richtig schön mit den Lagen und es sieht wirklich, finde ich, viel teurer aus, als er ist. Und noch ein Mama-Kleidchen. Das ist so, so schön. Das ist so im Leinstoff und hat halt diese ganz, ganz feinen Blümchen drauf und hier Rüschen, dass man trotzdem was hat, wo man so angezogen drin aussieht und was einfach schicker ist. Und ja, das könnte ich jetzt halt auch nicht in der normalen Abteilung shoppen, einfach schon, weil der Bund so richtig schön geschickt gewählt ist, dass es hier oben ist, dass es nicht drückt und nicht stört. So, jetzt kommen wieder Sachen für jeden. Und zwar einmal diese Hose, diese Culotte. Wie gesagt, ich stehe auf grün und grüner wird es wirklich nicht als diese Hose. Hat einen richtig geilen Bund, richtig schön bequem. Ich finde, sie trägt auch nicht so krass auf wie andere Culottes. Hat noch so zwei Täschchen. Finde ich, macht einfach gute Laune, die Farbe. Einfach mit einem Top, mit einem weißen T-Shirt oder was Beigem kombiniert. Oder ihr habt, was jetzt auch so in ist, so eine Blümchenbluse oder so, wo da sich dann die Farben wiederholen. Hammer-Outfit. Und noch eine Hose hat mir gepasst. Da freue ich mich immer so. Und zwar die hier. Also das ist ja auch Sommer pur, ne? Einfach so eine Shorts, aber es ist keine Short-Shorts, sondern es ist für all diejenigen, die wie ich es lieber so haben, dass die Pobacken nicht rausfallen. Obwohl ich sie sogar ziemlich über den Bauch ziehe. Also die hat wirklich eine gute Länge, wie ihr seht. Und die ist jetzt aus einem Viskose- und Leinengemisch. Mega, mega Stoff. Ja, apropos Basics, da habe ich noch ein paar. Und zwar habe ich so eine Bluse gesucht. Die ist auch super dünn. Könnt ihr natürlich so tragen. Was ich damit machen will, ist die Combo. Und zwar ein Kleidchen, vielleicht auch so mit dünneren Trägern. Und dann mache ich die drüber und binde die so. Oder halt mit so einem High-Waisted Rock, dass man die Bluse knotet. Oder am Strand über dem Bikini finde ich das auch so schnell zum drüberwerfen. So eine sommerliche blaue Bluse von Only und ein mega, mega T-Shirt von Vero Moda. Also erstens mal ist es ein nachhaltigerer Stoff, aber jetzt abgesehen davon ist das auch immer so weich und so angenehm und das ist richtig schön stretchig. Das ist jetzt praktisch, dass die auch so einen lockeren Oversize-Schnitt haben, weil
Das passt entweder so über meinen Bauch, einfach zum Beispiel mit so einer Radler-Shorts, oder ich knote auch das wieder, da habe ich genug Stoff, dann knote ich das hier. Also habe ich mir es auch nochmal in Babyblau bestellt. Liebe die Farbe einfach, Sommer pur für mich. Apropos, da habe ich noch ein paar blaue Sachen, und zwar hängt es hier diese Tasche. Ich finde die auch so schön. Wie gesagt, ne, ich gucke ja immer, was nicht Leder ist, und das Praktische ist, man spart auch Geld, ne? Weil es gibt dann bei Marken wie Topshop Taschen, die auch total hochwertig sind. Hier mit so einer Sonne und einem Mond, und ich finde die einfach mega süß. Mein neuer Bikini, der mir schön passt. Das ist auch ein ganz normaler. Also ich habe so ein paar Maternity Badeanzüge, Bikini. Ich hole mir das einfach größer, und als Tipp für die Schwangeren, ich oder wer zunehmen will, keine Ahnung, ich hole mir was halt so zum Schnüren einfach, weil dann könnt ihr das immer anpassen, wenn es größer oder kleiner wird. Der hat obenrum auch so ein süßes Detail hier. Er sitzt einfach super, hat auch eine Top-Qualität, und ich fühle mich darin sehr, sehr wohl. Also finde es auch sehr körperschmeichelnd. Ich freue mich schon, damit im Pool zu springen. Bei den Schuhen gehe ich jetzt sehr schnell durch, weil ich bombardiere euch jetzt ein bisschen damit. Zwar einmal die, Leute, ich bin verliebt. Ich bin einfach nur verliebt in diese. Ich habe jetzt schon länger so für mich die perfekten Sandalen gesucht, die so Steinchen haben, so Glitzer, Steinchen, Muster. Da gab es viele, die waren dann so, ach, ihr wisst schon, aber das ist ganz, ganz fein. Und die Farben sind wunderschön, und wie ihr seht, ich habe einiges, was genau zu den Farben passt. Auch sehr bequem zu tragen, und ich fand den Preis für die auch hammergut. Hatte nämlich auch noch so eine Rabattaktion, also war das ein Schnäppchen. Nochmal Sneaker. Und zwar, das sind jetzt so ein bisschen so bolligere, sage ich mal. Aber ich finde das zu manchen Outfits auch gut. Mich haben einfach die Farben so daran geflasht. Also mit diesem Rosa und dem beige Details. Also habt man nochmal so Sneaker, die nochmal so was Besonderes haben. Und die sind super leicht. Also richtig chillig. Nochmal blau. Ich habe mir nochmal Sandalen gegönnt. Ich trage jetzt nicht so oft hohe Schuhe im Moment. Aber wenn, dann gucke ich natürlich, dass der Absatz dicker ist und nicht so hoch. Und wie gesagt, auch danach. Und diese Farbe war einfach mega. Die sind von Only, waren auch nicht teuer, aber trotzdem super bequem. Sind auch so gepolstert. Auch mega bequem, weil ja, darauf achte ich jetzt halt Zeit am meisten, dass es einfach komfortabel ist, sind diese süßen Pantoletten von Lascana in diesem wunderschönen Rotton. Super zum Reinschlüpfen einfach, weil da muss mir definitiv Olli helfen, rein rauszukommen. Und nochmal was mit Steinchen habe ich gefunden, aber die sind auch wieder so einfach zum Reinschlüpfen von Esprit. Und eigentlich mag ich diese harten Schuhe nicht so, weil ich die auch meistens... Kennt ihr die bei Sarah? Die sind immer so schön, aber die sind immer so steinhart und passen sich gar nicht im Fuß an. Und die sind so, so bequem. So sehen die, finde ich, gar nicht aus. Liebe diese ganz, ganz feinen Strassmuster, da ist es auch nicht too much. So Leute, da hat sich echt über die letzten Wochen, Monate einiges angesammelt. Ich hoffe, da war aber viel Inspo für euch dabei. Schaut dann gerne auch zum beim letzten Q&A und Vlog-Video zur Schwangerschaft vorbei, und auch beim Locken ohne Hitze, passend jetzt zum Sommer. Da habe ich drei richtig coole Methoden für euch, und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, und bis bald. Tschüss!